Also, entweder die bumsen dort jetzt mal oder wir lachen. Nee, du musst das so machen wie... Hallo! Oh Gott, mein Name. Ich bin gerade albern. Was ist los? Hallo und herzlich willkommen zu Trash-Kurs. Wir besprechen heute Temptation Island Folge 7. Ansonsten nehmen wir die anderen Tage noch weitere Trash-Formate auseinander, genauso wie die dazugehörigen Teilnehmer, Z-Promis, Influencer, Instagram-Beefs, alles, was wir so finden können. Also folgt uns gerne und bleibt immer informiert. So, aber heute geht es um das absolut sinnloseste Format, was wir hier in diesem Jahr durchgenommen haben. Temptation Island VIP. Wir haben uns letzte Folge aufgeregt. Langweilig. Man könnte jetzt, euch ist es ja allen schon mal aufgefallen, wie oft ich mir hier ein Gähnen verkniffen habe. Daraus könnte man so ein komplettes Ding bauen, wo ich einfach nur einen riesen Gähner habe. Denn so empfinde ich diese Staffel. Ist so. Langweilig. Mein allererster Aufreger, Lagerfeuerfrauen. Dieses Mal Roxy, für sie ist jetzt eine Grenze überschritten. Für mich wäre am ersten Abend schon eine Grenze überschritten gewesen. Aber gut, jeder hat eine andere Vorstellung. Sie hat nicht nur gesagt, dass jetzt hier eine Grenze erreicht ist, denn so weit ist sie nie gegangen, sondern was ich wirklich gut fand, dass sie wirklich, sie hat einfach gesagt, Kelvin ekelt mich an und ich schäme mich für ihn. Ja, das war der Nagel auf dem Kopf. Ist so. Aber jetzt, nach dem Lagerfeuer, muss natürlich erstmal wieder gesoffen und gefeiert werden. Julia hat ja immer noch Schockzustand. Letzte Folge an der Wand angehangelt. Ich will mich spüren, bin so traurig und sucht jetzt Trost bei ihrem MMA-Fighter Mario. Ich hatte eine Panikattacke. So mit ich hatte eine Panikattacke. Ja. Und ich will jetzt auch nicht rechtfertigen, was ich gesehen habe. Ich möchte mich einfach nur spüren. Ich sag nur so viel. Live-Porno. Also, hat sie jetzt das Video von Kelvin gesehen? Ist kurz verwechselt? Ich glaube schon. Aber Mario natürlich. Das ist meine Chance, ey, geil. Ja, Mario hat auch gesagt, ich habe dich weinen hören. Also ich war ja auf meinem Zimmer und es war so laut. Und ich wusste direkt, dass du das bist. Und was haut ja Julia raus? Das war kein Wein. Das war mein Herz, was gebrochen ist. Gut. Ich hab nicht mal mehr eine Emotion dabei, wenn ich das höre. Ich weiß, ich denke mir aber nur, ja, scheiße, wie immer. So. Also, ja, ist so. Dann gibt es bei den Boys eine Adam sucht Eva-Party. Oh, so geil, Alter. Nur kurz knapp bedeckt hier, so einen netten Schurz. Oh, ist das geil. Was sollten diese beschissenen Buschbikinis und Buschschlüpfer? Es sah ja bei jedem einfach richtig kacke aus. Natürlich. Und dann hätten sich einfach ihre Bikinis anziehen sollen. Wäre weniger bedeckt und geiler. Dann ganz komisches Gespräch mit Julian, der auch nochmal über Steffi spricht und auch richtig geil in Zeiten von Corona sagt. Steffi ist einfach ein positiver Virus und er wäre früher ganz versaut gewesen und hätte ganz kranke Fantasien gehabt. Vor allem die Steffi, die weiß nicht mal, was kranke Fantasien sind. Und alle Frauen so, oh scheiße, ich finde das toll. Also wir haben jetzt auch ganz wenig Sex-Wahnsinn, finde ich mega gut. Also was? Weil man kauft es diesem Julian hier einfach nicht ab, wie er da sitzt und ein bisschen lispelt und so. Ja, nee, ich meine jetzt dieses, dass er super versaut war und so, das kauft man eben nicht ab. Nee. Ja, ich war schon sehr versaut damals und die Steffi, also die da so, die, ey, wow, ey, ich war so versaut. Okay. Also no offense, jeder natürlich, wie er will, ne? Aber ich dachte so, boah, pst. Dann hatten wir noch kurz Roxy in der anderen Villa, die jetzt beschlossen hat, okay, jetzt ist es hier Shots, 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 everybody. Aber nicht everybody, sondern nur Jay. Und die haben sich dort einen nach dem anderen reingekippt, hinter die Binde geschossen. Und dann gab es einen Knutscher von Jay. Meinst du, da wurden da die Lippen getroffen? Man konnte es nicht so richtig erkennen. Ich bin mir nicht sicher. Also es sah natürlich so aus. Und es würde mich auch nicht wundern. Doch.
Doch, dann hat sie aber auch aufs Zimmer. Weil sie auch gut massiert. Geil. Mensch, ey. Da gab es zwischendurch mal kurz Temptation. Und das Einzige, was ich in dieser Show fühle, ist, dass alle eine geile Zeit haben, dann kommt Temptation reingekackt irgendwo und alle so, nein! Gerade Winnie Herren vorne weg, oh nö, ich will das jetzt nicht. Dann Calvin sitzt der da, sieht halt die Bilder bis dahin mit Roxy, diesen kleinen eventuell Kuss, wie sie da massiert wird. Und ey, der widert mich genauso an. Der braucht, das ist der Letzte in dieser Show, der den Mund aufmachen sollte und da sitzt und sagt, ich finde schon richtig scheiße jetzt von ihr, Alter. Und wie schlecht er einfach schauspielert, weil man guckt ihn an und man weiß, es interessiert ihn null. Er wartet nur, bis sie irgendwas macht, dass er endlich jetzt mal mit Sanja bumsen kann. Er wartet doch schon seit einer Woche drauf. Ey, na, und immer dieses Käppi runtergezielt. Oh Gott. Krieg ich einen Raster? Aber Sanja ändert jetzt auch ihre Taktik und da wird jetzt aber mal schön reingeslidet. Werden jetzt Kerzen angemacht, das Massageöl rausgeholt und jetzt wird ihr massiert. Ja, gut, können wir alles skippen? Alles skippen? Also, ja, gut, Calvin sagt noch, nicht jede kriegt mein Herz. Und sagt dann zu Sanja, wow, was, erst klaut sie mir mein Bett, dann mein Herz, dann meine Seele. Ja. Kurz eingeschlafen, sorry. Gut, machen wir weiter. Es gab richtig beschissene Dates mit Anmalen. Und ich dachte, jetzt wird sich wenigstens richtig angemalt. Cool, zwei Wörter. Und jetzt wascht ihr euch ab, damit ihr eure Seele reinigen könnt. Das war einfach nur Füllmaterial, was sinnlos war. Die stehen da, war voll cool. Was war denn daran cool? Dass er hätte genauso cool auf der Liege liegen können und nichts machen können. Das wäre cooler gewesen. Und dann auch so, ja, so richtig peinlich, so Jasmin und Steffi. Ja, schön, ne? Ja, dann Prost. Gut. Kurz mal noch zu Roxy, wo sie denkt, dass sie super schlau ist und denkt, du, und mit dem Jay, ich bin jetzt hier angesoffen und so, wir gehen jetzt mal ins Bad rein. Mach mal die Tür zu, mach die mit zu. Zieh die Kamera, zieh das mal aus. So, check die nicht, dass da Mikrofone sind. Die war ja auch bei Temptation Island. Also sowas Dämliches, dann haben die da geknutscht. Gehst du vor mir raus? Fürs Bild ist schlauer. Oh, jetzt habe ich ja kein BH an, Jay. Geil. Ey, also wirklich. Nee, da hat er übrigens da auch noch geschlafen, ne? Muss man ja auch nochmal sagen. Ja, es wurde gekuschelt und alles. Und Julia hat bei Steffi geschlafen, da wurde dann auch nochmal geweint. ja, und ob das nie ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man so über seinen Partner denkt, ohne mit ihm drüber zu reden. Es interessiert uns doch nicht. Also entweder du machst jetzt mit jemandem hier rum, der heißt Mario, oder diese Staffel findet endlich ein Ende. So, ja. Dann wird nochmal Temptation Lagerfeuer Männer gezeigt. Es geht los mit Kevin Calvin. Er schauspielert sich da genauso wieder ein ab, sagt halt, er ist enttäuscht und denkt sich, gut, da muss ja einiges vorher schon passiert sein, dass der Mann denkt, dass er diese Schritte jetzt gehen kann. Und nur rumgelogste ist das für mich. Denn er wartet ja wirklich nur darauf, dass sie irgendetwas macht, dass er dort endlich vögeln kann. Und Willi, schon wieder, wir haben es die ganze Zeit gesagt, die labern da immer rein. Und dann, also Roxy, die ist bei mir unten durch. Okay, wenn du mal hast ja noch nicht zu Schulden kommen lassen. Du kannst ja jetzt gönnen, wie verblendet und verblödet sind die eigentlich alle da in diesem Haus. Also, nee, das. Ich will, dass es vorbei ist. Es ist einfach nur komplett hohl. Und es ist wie immer, also wie, ob VIP oder normale Staffel, die Männer scheißen vom Anfang an rein. Ja. So. Ja. Aber nicht, also da fällt kein Kuss und es nichts Schlimmeres, aber trotzdem sagt man, nee, das geht zu weit. Und dann sehen das die Frauen und dann sind es immer die als erstes dann irgendwie rumknutschen oder mit jemandem bei sich wirklich schlafen lassen, mit kuscheln und so. Es ist immer das Gleiche. Mann, no. Gut, schließen wir ab. Wie viele Folgen hat das Ding? Ist nie wenigstens nächste Woche endlich Finale? Hat das Ding nur 8 Folgen? Ich weiß das nicht. Da, aber mal ganz kurz, Jasmin kriegt so einen richtig sinnlosen Zusammenbruch, weil sie mit Filippo redet, der irgendwie noch an seiner Ex hängt. Und sie sagt, er soll da jetzt für die kämpfen und sagen, hey, ich liebe dich über alles. Was habe ich gerade gesagt? Dann geht sie mit Steffi oder Julia oder wem auch immer in diese komische Box rein, heult, wenn der Willi das sieht, das zerreißt ihm das Herz. Die schneiden das so zusammen, dass ich sage, ich liebe dich über alles. Und das sieht er, das ist das Schlimmste, was ich ihm antun kann.
Also wenn deine Beziehung so ist, dass dein Partner das sieht und sich denkt, die liebt ihn jetzt über alles nach 2 Wochen und ich bin gekränkt bis zum Ghetto und ich will mich scheiden lassen, dann kann sie es gleich lassen. Also die Vorschau zur nächsten Folge lässt sowas nämlich auch schon erahnen, denn Willi bricht das Lagerfeuer sozusagen ab und geht raus und selbst Angie Fingererbin rennt noch hinterher und fragt nach so, du Willi, wirklich alles okay? Frag doch nicht so dumm. Du stellst seit Tagen beschissene Fragen, führst alle auf dem Holzweg ja. Und dann kommst du aber wieder an. Ist jetzt wirklich alles okay? Ja, super alles. Danke, Angela. Ich habe eine richtig geile Zeit hier. Calvin hofft einfach, dass Roxy genauso wie er alles im Griff hat, alles super und er hat Angst, dass sie sich in wen anders verliebt. Da merkst du, in was für Dimensionen die denken, dass man sich in 2 Wochen gleich in irgendwen verlieben könnte. Also es ist genau 1D. Genau 1D. 1D? Na, eindimensional denken die. Ach so. Es ist so, ja. Besser kann ich es gar nicht sagen. So. Gut. Abgeschlossen. Also jetzt. Husch, husch. Nee, Tessa, wir dürfen Blutdruck. Ich wollte nur sagen, wir schaukeln uns immer höher. Es geht ja langsam nicht mehr. Wenn es so weitergeht und immer noch dümmer wird, dann kriegen wir hier am Ende im Finale einen Herzinfarkt. Das möchte ich nicht. Infarkt. Gut. Und jetzt aber husch, husch mit euch ins Wochenende. Gestern kam unsere 47. Folge von Breaking Trash raus. Guckt dort noch mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten geht es dann nächste Woche Montag wie gewohnt weiter, Leute. Wie gewohnt. Tschüss, kann ich an der Stelle nur sagen. Macht euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüsseldorf.